Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein einfaches Rezept für leckere spanische Runzelkartoffeln. Dafür als erstes 1 Kilogramm kleine Drillinge gut waschen, in einen großen Topf geben. Die Kartoffeln sollten dabei nicht übereinander liegen. Jetzt Wasser dazu gießen, bis die Kartoffeln etwa zu 3/4 mit Wasser bedeckt sind. Ich habe insgesamt 750 Milliliter Wasser dazu gegeben. Danach 2 bis 3 Esslöffel grobes Meersalz über den Kartoffeln verteilen, zum Kochen bringen und dann für etwa 25 bis 30 Minuten bei mittlerer Hitze köcheln lassen. Zwischendurch alles immer mal wieder umrühren, damit alle Kartoffeln gleichmäßig garen. Und in der Zwischenzeit kümmern wir uns um die beiden Soßen. Als erstes eine rote Paprika waschen, entkernen, dann in kleine Stücke schneiden und in einen hohen Mixbecher geben. Außerdem 2 bis 3 Knoblauchzehen abziehen, ebenfalls dazugeben, einen gehäuften Teelöffel süßes Paprikapulver, einen halben Teelöffel Kumin bzw. gemahlenen Kreuzkümmel, ein paar Chiliflocken, je nachdem, wie scharf ihr es mögt, danach noch einen guten Schuss Apfelessig und etwa 75 bis 100 Milliliter Olivenöl dazu gießen. Wenn das erledigt ist, alles mit einem Pürierstab durchmixen, so lange, bis daraus eine sämige Soße entstanden ist. Zum Schluss noch mit einer guten Prise Salz und frisch gemahlenem Pfeffer abschmecken, die Soße anschließend zur Seite stellen. Für die Kräutersoße habe ich hier als erstes einen Bund Petersilie sowie einen Bund Koriander, beides waschen, trocken schütteln, dann grob hacken und ebenfalls in einen Mixbecher geben. Auch hier kommt Knoblauch dazu, 2 bis 3 Zehen, dann einen halben Teelöffel Kumin, Chiliflocken, ich habe etwa einen Viertel Teelöffel verwendet, dann einen guten Schuss Apfelessig und wieder etwa 75 bis 100 Milliliter Olivenöl. Anschließend mit einem Pürierstab durchmixen, bis sich alle Zutaten gleichmäßig verteilt haben und eine sämige Kräutersoße daraus entstanden ist. Zum Schluss auch hier wieder mit einer Prise Salz und frisch gemahlenem Pfeffer abschmecken und ebenfalls bis zum Anrichten zur Seite stellen. Danach kümmern wir uns um die Kartoffeln, immer mal wieder durchschwenken bzw. durchrühren und weiter köcheln lassen, bis das komplette Wasser verdampft ist. Auf dem Topfboden sollte nur noch das Salz zurückbleiben, dann den Herd ausschalten, die Kartoffeln durchschwenken, sodass alle Kartoffeln mit einem Salzmantel bedeckt sind, für 1 bis 2 Minuten stehen lassen und das Ganze noch ein paar Mal wiederholen, also immer wieder durchschwenken und kurz stehen lassen, bis alle Kartoffeln eine schöne salzige Kruste haben. Danach können wir servieren, die Runzelkartoffeln auf einem Teller anrichten und zusammen mit den beiden Dips bzw. Soßen servieren. Danach wünsche ich euch einen guten Appetit, viel Spaß beim Nachkochen, bis zum nächsten Mal.